Hey Leute, ich bin der Bruga und dies hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Baxter King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Leary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XX, Onkau 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Leon der Mettler, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Maurice MZ, MyKid Chan, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games German, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Pupu Fischpup, Pipes Mustang, Raik Boretzky, Raylion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Ani, Wölfchen 0909 und ZX94. Guten Tag, ich bin der Bruger. Das ist die letzte Instanz, was Horror angeht. Also mein Kanal hoffentlich. Ja. Wir spielen heute wieder drei kurze Horrorspiele. Das erste ist Control Room Alpha von Mike Klubnika. Ist ja nicht sehr vielsagend, aber ich bin gespannt, was uns erwartet. Viel Spaß. Oh, Interact mit... Verstehst du mich, sagt er. Ja. Ah. On your new position in the EKRE Foundation. My name is Konstantin, and I will be your supervisor for this shift. Let's start by opening up the nest covering, and then you can get down to business. Your controls are hot, operator. Standing by. Okay. Er sagt, willkommen hier bei deiner Schicht. Januar 2047. Oha, das sind aber ziemlich große Spinnen. Alter. Begin the sample drop procedure. Load the crane in the nest and pull out the vessels. Then put them in the sample case. If you are unsure how to proceed, prepare to the crane operator manual. Die wollen schon rein. Alles klar, wir sollten hier Proben nehmen aus dem Schacht. Glüht? Bestimmt Eier. Binneneier, ha? Okay. Oh ne, warte. Bisschen schwer zu erkennen, das. Each one is worth over 1 million Vietnamese dongs. Dong? Dong oder Schlong? Alter, ich hab, wie gesagt, kein Problem mit Spinnen. Das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal verfolgt schon, oder? Right. Okay, okay. This is not your fault. The crane seems to be broken. I'm afraid Mission Control will not be happy about this. So... Just go down there and put the sample into the case yourself. Don't worry about the thing, comrade. Most of the creatures that came out of that nest are harmless. Go pick up the sample. Standing by. Die meisten sind harmlos, hat er gesagt. Big ass spiders, exit at own risk. Alter, du verarschst mich doch. Ey, die sind so groß wie wir, die Spinnen übrigens. Ach du Scheiße. Alter, ach du Scheiße, ist das krass. Die Geräusche. Oh, hallo, kleine Spinne. Oh.
Geile Arbeit, doch. Können wir jetzt gehen? Ach so, vielleicht mal wieder die Kopfhörer aufziehen. Good job, comrade. Oh. You might not have gotten all the sap, but for the first time... What? What is that? Von Mike Klubnica, Voice Acting von Sidro the Stalker 2022. Ey, das war gut. Das war gut für das erste Spiel. So, und noch eins: The Crypt Terror. 3. Mai 1336. 3 Wochen zuvor wurde ein Fluch ausgesprochen über die Stadt Sherdorn. Ja, das Vieh wurde getötet, der Weizen wurde schlecht und der Wahnsinn wuchs heran. Schreie und Gemurmel wurden gehört aus den Katakomben der Stadt. Viele glaubten, dass da die Quelle dieses... Ja, dass das die Quelle des Fluchs der Stadt wäre. Lord Raleigh hat... hat den Klerus der Stadt dazu beauftragt, hinunterzugehen und diesen Fluch loszuwerden. Einen nach dem anderen gingen sie hinein, doch niemand kehrte zurück. Die Korruption oder das Unheil wuchs nur heran. Und jetzt, auf Anweisung des Lords, ist es deine Aufgabe, hinunterzugehen. Wow. Das Graphics erstmal. Farewell. Ach, das sind alles Leute, die hier sitzen. Mögest du uns von diesem Bösen erlösen? Ja, hab ich Bock drauf. Hab ich sehr viel Bock drauf. Ich würde wahrscheinlich genauso drauf gehen wie die andere Bagage hier. Warum immer nur einer? Oh, sehr gut. Ich habe das ist hilfreich, definitiv. Wahrscheinlich liegen da unten jetzt schon ein paar tausend Laternen rum, weil er immer wieder einen von dem Klerus runterschickt. Einen einzigen. Oder eine einzige. Naja, mal sehen. Ich habe einen Krümel auf dem Mauspad. Warum muss das immer jetzt bei sowas passieren hier? Naja. Auch wieder ein sehr kurzes Ding hier. Wird nicht sehr lange gehen, glaube ich. Erstmal links. Da ist dicht. Die Wand ist eine Textur. Es ist totaler Schwachsinn, die anderen sind alle tot. Warum soll ich jetzt eigentlich auch in den Tod gehen? Warum gehen sie nicht mit einer ganzen Gruppe hier runter? Ey, da ist Mist zu laut. Da gehe ich nicht lang. Das Krummeln wird aber auch mal lauter, kann das sein? Ich glaube, die Wege führen hier eh zusammen, ja. Kann man die Katakomben nicht einfach zuschütten oder so? Einfach dicht. Was zur Hölle? Ich hab mal angeklopft. Ich dachte, das ist nur höflich. Ist das hier Leichenmatsch? Ist ja schön. Ich dachte mir schon, dass ich mich auch ducken kann. Ah, oh, das Geruppel wird immer lauter. Drei Türen.
Das Blut, da ist keins, da ist auch keins. Sackgasse. Nee, ich gehe erstmal nicht das Blut nach. Oder doch, wir gehen dem Blut nach. Da geht das jetzt schon. Das soll nicht lange gehen, wie gesagt. Nee. 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 Habt ihr die Augen gesehen? Da waren zwei leuchtende Augen. Nee, lass mal. Die haben uns wahrscheinlich nichts gegeben als Waffe, nur unseren Glauben. Das ist schon sehr bedrückend gerade. Was? Eine Schale? Oder oben tropft Blut runter. Okay. Cool. Ist wieder rauf? Nee. Oh. Da hört es einfach auf. Ich frage mich, wie weit die anderen gekommen sind, wenn die jetzt auch alle hier unten geendet sind. Muss ja irgendwie. Mussten ja Teile zu finden sein von denen, oder? Schon wieder runter. Sag mal. Oh. Cool. Fleischtunnel. Vielleicht hätte ich doch anders gehen sollen, aber ich bereue es nicht. Ich bereue nicht meine Entscheidung. Oh, da geht's in die Hölle. The Grip Terror! The Gamer Daniel Buckley. Ach schön, Daniel, danke. Hast du gut gemacht. Und dann sind wir jetzt noch Mue, ein französisches Horrorspiel, ist auch nicht übersetzt. Also alles in Französisch. Ich werde mein Bestes geben, um vielleicht zu übersetzen, um was es geht. Okay. Irgendwie läuft es nicht so optimal. Habe ich den Eindruck. Wir hier. Memento Mori, gedenke den Toten. Etagier. Okay. Oh. Ein mysteriöser Schlüssel. Für was kann der wohl sein? Oh. Also optisch sieht es mal sehr schön aus, muss ich sagen. Das sieht sehr stimmig aus, so barock alles. Wohl an, denn Memento. Wow, das ist echt hübsch. Wenn auch ein bisschen sehr zerschlissen alles, aber ich wünsche mir ein ganzes langes Spiel mit so einer Grafik, so einer Optik besser. Eieiei, was ist das denn? Da draußen ist was. Habt ihr gesehen? Alter. Attention! Votre Sanity. Ah, unsere Sanity. Ja, wir müssen atmen. So, alles gut. Ach du Scheiße, was haben die bei der Frau gemacht? Das Auge ist total blutig. Sie hat sich eben draußen am Fenster hierhin bewegt. Das kann ich noch alles machen. Ich kann mich ducken.
Dann atmen, das ist wichtig. Also ich atme privat ja gar nicht, ne? Ist halt voll die Verschwendung, finde ich. So. Oh mein Gott, sieht das fies aus. Aber auch voll gut gemacht. Wurde da irgendwie halt so instaffiert. Und warum leuchtet dieser Faden so eigentlich? Will die Tür nicht aufmachen? Ist das eine Teekanne auf Spinnenbeinen? Oh! Was? Erstmal beruhigen ein bisschen. So. Was? Ah ja, okay, ich kann mich ducken. Also ich muss ja durchkriechen. Guck mal, voll der Trooper. Oh, Kakis. Ist das diese Frau, die da eben gestanden hat? Ah. Ne, sie steht immer noch da. Aber ich glaube, sie hat vielleicht das mit ihr angestellt, diese Person eben. Das läuft echt nicht so schön. Ah ja. Warum leuchtet die Schnur denn so die ganze Zeit? Haben die alle diese Schnur? Sind das vielleicht die drei Nornen? Den Schicksalsfaden weben oder sowas. Hört vor allem einfach hier auf. Oh, hier ist alles schön blutig. Alter. Was ist mit ihrem Bauch? Trockenes Baby. Puppe. Oh, jetzt kommt sie. Eine ist weg. Ah, das war die eine Frau, das war die zweite mit dem Baby und die dritte fehlt jetzt.
Oha. Schere. Ein Hackebeil. Ja, wunderschön. Säge, noch mehr Scheren. Schuhe. Alter. Was? Mori, rot. Oder die Toten. Also wie viele Skelette sind denn hier überall? Wie viele Leichen hat die denn hier schon angesammelt, die Frau? Scheiße, das Design von ihr ist ja mal richtig krass eklig. Alter. Alter. Das ist echt spooky. Wie schon gesehen. Oh Gott, die Frau ist echt blind, glaube ich. Scheiße, ist das eklig. Oh ne, das ist eine Sackgasse, ha? Huh? Noch eine Leiche. Geil, Alter. Noch ein Schlüssel. Da liegt ein Ohr. Ah! Oh nein! Alter! Oh, ist das eklig! Ich fühle mich gerade total widerlich beklemmt. Mue! Oh, ich wünschte mir da ein ganzes Spiel von, wirklich. Das ist so gut. Das Design von der alten... Das Design von den Toten, es war echt klasse. Naja gut, das war's dann, Leute. Ich bin der Bruger, ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns zu was anderem wieder, denke ich doch. Die Night Owls. Dankeschön, auf Wiedersehen.